Yo Leute, wir haben heute wieder eine Fallkampf-Challenge für euch. Wieder Wahrheit oder Pflicht, ich werde dich wieder steuern. Ja. Bist du wirklich ready? Ich bin richtig ready. Das wird auf jeden Fall geil und ihr seid natürlich dabei. So, wollen wir direkt anfangen? Promi-Jagd. Und komischerweise, ich glaube, heute sind so viele Stars hier unterwegs. Nee. Obwohl, warte, sind die wirklich hier oder sollst du einfach fremde Leute ansprechen? Zeitschriften, so ein Bischelding. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, finde deine Stars. Die hätte ich fast vergessen. Paula, such dir jetzt einen Justin Bieber und ich will dich ja so richtig Bieber-Maniac durchdrehen sehen. Bist du nicht Justin Bieber? Nee. Echt jetzt? Ernsthaft? Dann kann ich doch kein Foto mit dir machen. Franz, ich hab dich zuerst gar nicht erkannt. Du bist doch Franz. Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Er sagt, ja, können wir bitte ein Foto machen, Franz? Ja, ja klar. Oh, ja, oh ja. Gott, ich kann es ja, nicht glauben. Ja, ja. Franz Beckenbauer, krass. Oh mein Gott, ist nicht gerade Martin Garrix in der Stadt? Oh, sind Sie nicht Martin Garrix? Sie sind ja voll gewachsen. Ich habe sie mir viel kleiner vorgestellt. Das wird mir meine beste Freundin nie im Leben glauben. Da ist Leo! Leo! Oh mein Gott! Es wurde auch Zeit, dass du einen Oscar bekommst. Kannst du bitte meine Kamera winken, damit mir das auch jeder glaubt, dass ich Leo getroffen habe? So, hi! Aber sie sehen aus wie Thomas Gottschalk. Kann ich ein Foto mit ihnen machen? Damals ich feiere ihre Sendungen damals. Das war mega. Das war so eine, meine Kindheit war so schön wegen ihnen. Vielen, vielen lieben Dank. Können Sie einmal da reinwinken, Thomas, und so machen, hallo! Komm mal jetzt hier, Paula. Köln hat auf jeden Fall viel Stars zu bieten, ja. Das Geilste ist ja, du hast Franz Beckenbauer getroffen. Mann. Oh mein Gott. So, Paula. Ah, du blind. Egal. Jetzt geht's auch weiter. Jetzt geht's auch weiter und zwar Community Challenge. Warte, du sagst es mir nicht mal, bevor ich rausgehe. Ich sag's nicht bevor. Ich muss aber sagen es dir gleich. Ja, warte, ich muss das dir so richtig enthusiastisch erzählen. Und zwar, du bist die größte Drama Queen überhaupt, denn du wurdest verlassen. Dein Herz ist gebrochen und du bist am Ende. Und das muss auf jeden Fall jemand erzählen. Mein Herz wurde gebrochen. Mein Herz schreit. Oh mein Gott. Schüttel ihn mehr. Schüttel mein ihn, Herz was soll ich wurde tun? Gebrochen. Verstehst du das? Nee, was ist denn passiert? Du musst mit mir die Atemübung machen, damit ich runterkomme. Okay, ist mal Mascara verschmiert? Nein, okay. Ich bin mit diesem Typen zusammen. Gewesen. Ich wollte vorher Schluss machen. Er hat es irgendwie rausgekriegt. Das geht doch nicht. Er hat Schluss gemacht. Das geht so nicht. Verstehst du? Keiner macht mit mir Schluss, sondern ich mache Schluss. Aber ich will ihn auseinanderreißen. Aber ich liebe ihn doch. Aber ich will ihn so. Ich wurde gerade verlassen. Du kannst nicht einfach abhauen. Okay. Ja, Paula! Ich dachte, aber ich will nicht. Aber so viele Leute so, hör, was ist da los? Auf jeden Fall richtig geil. Aber geh einfach mal raus, ich erzähl dir einfach, was weitergeht. Oh Mann! So, ich zieh mal jetzt hier eine Frage. Was machst du Peinliches, wenn du alleine zu Hause bist? Wenn ich alleine bin zu Hause, dann mach ich Musik ganz laut auf, zieh mein bestes Kleid an und meine coolsten Schuhe. Und denke, ich wäre ein Superstar. Das machst du doch bestimmt auch. Du kennst das doch. Ich muss euch was erzählen. Leute, ich muss euch was erzählen. Wenn ich zu Hause bin, alleine, kennt ihr doch alle, ne? Dann mache ich die Musik an, ziehe mein heftigstes Kleid an, Schuhe. Und dann tue ich so, als ob ich Beyoncé wäre oder Rihanna. Kennst du bestimmt, machst du auch, wenn du alleine bist. Aber wenn ich alleine zu Hause bin, drehe ich die Musik ganz laut auf, ziehe ein Kleidchen an, meine schönsten Schuhe und denke, ich wäre ein Popstar. Ist das nicht krass? Das ist total krass. Wir tanzen. Ja, so hier auf der Straße. Ja, warum nicht? Yeah, perfekt! Yeah, dum, shake your body, body moving. Shake it and moving, I'm in the middle. Yeah, geil! Ich glaube, ich und dieser ältere Herr, wir sind so. Oh, der war süß, aber. Der war richtig knuffig. Jetzt kommt die neue Pflicht. Jetzt kommt die neue Herausforderung. Jetzt will ich dich wieder mal in Action sehen. Aber eigentlich ist es eine Wahrheitfrage. Also, Wahrheit. Was ist das Verrückteste, was du als Kind gemacht hast? Aber ich habe so getan, wie der Boden aus Lava wäre oder sowas. Also Kinderspiele, ja. Finde ich super. Genau das machen wir normal. Das ist nicht dein Ernst. I wanna see this now. Du musst aufpassen, hier ist Lava. Sie stehen auf Lava. Sie müssen da weg, weil sonst verbrennen sie sich die Füße. Können Sie mir kurz helfen? Ich muss nämlich da drauf springen, weil hier ist Lava. Ja. Genau. Wow. Sie stehen zum Glück auf dem... Genau, ja, genau. Ja, perfekt. Das ist perfekt. Sicherheit und...
Nein, das ist doch Lava! Dieses blub, 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 was aus dem Vulkan kommt. Ich verbrenne mir sonst die Füße. Jungs, ihr dürft nicht über das hier, weil das ist Lava. Ihr müsst da so drüber springen. Drüber. Ja, jawoll! Wir haben es verstanden, Mensch. Hab dich, du musst mich fangen! Fang mich doch, du Lutschel! Kein Ding, du hast verloren. Schuldest mir ein Wassereis. Ja. Schnick. Nein, du hast gewonnen! Nein. Wow, Paula! Du mal wieder richtig am Gas geben hier! You are the girl! Jetzt eine neue Pflicht für dich! Blind Date! Aus meiner Kontaktliste! I know! Du musst jemanden aus meiner Kontaktliste anrufen. Ich werde dir einfach ein paar Tipps geben und du versuchst ihn zu überreden, dass er mit dir auf ein Blind Date geht. Yeah. You can do this? Hi! So, jetzt zeigen wir ihr mal, wie man Männer klärt. Hallo? Hey, ich habe gerade deine Nummer von einem Freund bekommen. Aber du bist doch der Bandera-Styler, oder? Aber du bist doch der Bandera-Styler, oder? Ja, so nimmt man mich manchmal. Stimmt es, dass du eine Freundin hast? Unter Umständen ja. Und Umständen sind gut, denn ich würde es gerne sein. Unter Umständen ist gut, denn ich würde es gerne sein. Echt? Ja, super, das freut mich. Ja, ich hab dich bei Instagram gesehen. Ich bin die Liliane Lalitzus. Keine Ahnung. Klingt aber sehr komisch. Stimmt das, dass du über 100.000 Instagram-Follower hast? Ja. Okay, Mama, wow. Oha. Ey, dich muss man ja sofort daten. Ja, ey, so jemanden muss ich sofort daten. Wow. Ey, ich hab gehört, dass du auch der Kollege von Simon Desue bist. Das ist doch ein krasser Typ, oder? Also ich bin nicht stolz drauf, aber ist okay, ja. Du, ganz locker und spontan herausgesagt, hast du Bock auf ein Date? Blind Date, ja. Blind Date, so? Ich hab leider was zu tun. Ja, also treffen wir uns heute Abend, ne? Nee, ich bin später schon mit Paula und ihrem Freund und so. Sorry. Anton, ja? Weißt schon, dass ich dran bin, ne, Paula? Erzähl ich Isa und so, ne? Oh, er ist gut. Ich wusste das natürlich, hey. Oh. Hat er zugesagt zum Treffen? Er war nicht ganz abgeneigt. Er hat nein zum Blind Date gesagt, aber so? Oh, da haben wir hier ein bisschen Stress kreiert. Oh. That's how it is. Nee, haben wir auf jeden Fall. Leute, das war wieder der Tag. Danke nochmal an Falcon, dass ihr das hier ermöglicht habt. Ey, wir haben echt viel Spaß gehabt. Und ich würde sagen, ihr Leute könnt mich in Action sehen auf ihren Kanal. Oh mein Gott, Leute, zieht euch das auf. Oh ja, aber müsst ihr euch angucken, ist auch richtig geil geworden. Auf jeden Fall einen Daumen hoch, wäre ziemlich nett von euch. Und dann sehen wir uns auch schon zum nächsten Mal. Bis dann. Peace.